Guten Morgen! Es ist der nächste Tag! Mann, die Zeit vergeht so schnell, wenn man Spaß hat. Gestern Abend waren wir auf dem Jazzboot und heute versuchen wir, in die Prager Burg bei Tag hineinzukommen. Wir haben leider diesmal keine Tickets im Vornherein gekauft. Deswegen schauen wir mal, wie viel Glück wir haben und wie lange wir warten. Mal gucken. Das ist alles die Schlange. Bis da hinten hin. Eine Schlange haben wir hinter uns und jetzt kommt die nächste Schlange. Die geht da lang und dann wieder da rein. Jetzt geht's weiter ins Goldene Gässchen. Da hat nämlich damals Franz Kafka gelebt und es heißt Goldenes Gässchen, weil die Leute früher da versucht haben, mit dem Stein der Weisen aus keinen Edelmetallen Edelmetalle zu machen, zum Beispiel Gold. Deswegen heißt es Goldenes Gässchen, das haben die da früher versucht. Das habe ich gelesen, also muss es stimmen. Die Stelle kennen wir ja schon, nicht? Und jetzt beginnt der Aufstieg. Wir suchen das Prager Metronom und wir hoffen, dass es der richtige Weg ist. Wir sitzen jetzt gerade bei Lokal Glucha. Wir haben schon zwei Bier bestellt und bekommen jetzt gleich Prager Schinken, so einen frittierten Käse, Tartar und eine Suppe. Wir sind ganz schön gespannt. Wir haben gerade lecker gegessen bei SK. Es war super lecker. Das war richtig
wie soll ich sagen, also es war jetzt nicht so schickimicki, aber es war schon ein bisschen gehobenere Küche und einfach so ein bisschen hipster, würde ich sagen. Aber es war lecker. Es war mal was Neues. Und jetzt gucken wir mal, ob wir zu Fuß zurücklaufen oder ob wir die U-Bahn suchen. Einen kleinen Spaziergang zur John Lennon Wall und gucken uns so ein bisschen an. Vielleicht schaffen wir es sogar noch ein Sedelnik zu essen. Das ist dieses Süße mit so Eis drin. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Vanille-Softeis. Ganz schön kalt, aber lecker. Also ohne Witz, von allen Sachen, die wir bis jetzt besucht haben vom Essen, war alles sehr lecker. Aber die Kantine, muah, 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 Delikatesse. Wirklich richtig, richtig lecker. Super gut. Also auf jeden Fall dahin gehen, wenn ihr mal in Prag seid und einfach Hunger habt. Dem Ende zu. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Hauptbahnhof und von da geht's dann wieder zurück mit der Deutschen Bahn. So, wir sitzen im Zug. Und jetzt geht's wieder zurück. Das war unsere Reise nach Prag.